Wie hat Raf den Morgenunterricht begonnen? Wie hat er mit uns gesprochen? In letzter Zeit haben wir sehr viel darüber gesprochen, über die Wichtigkeit des Glaubens über dem Verstand, weil das ist wirklich eine spirituelle Stufe, die wir erreichen müssen, über unseren eigenen Zustand, welcher Verstand genannt wird, also etwas Rationales, dieser menschliche Verstand, aus dem wir heraus handeln. Und all unsere Sinne, unsere fünf Sinne, all das wird der Verstand genannt. Verstand dat. Und eine höhere Stufe, es ist nicht, ich bin es nicht, dass ich in der Kontrolle über meine Gedanken und Verlangen bin. Es liegt nur am Schöpfer. Er ist in der Kontrolle darüber und nicht ich. Diese Stufe befindet sich über mich, diese Stufe, dass es niemanden gibt außer ihm, derjenige, der gut und Gutes tut, ist. Dies wird genannt Glaube. Ich möchte ein Teil davon sein, in dem Ausmaß, wie sehr ich daran glaube. Was bedeutet dieses Glauben? Dass ich die Kraft des Gebens mir aneigne, dass ich über mich selbst aufsteige? Wirklich steht geschrieben, sie haben Augen, aber sie sehen nicht, sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Ich akzeptiere, dass alles der Schöpfer ist, welcher herrscht und alles kontrolliert, dass er die Kraft hat über alles. Es ist nur der Schöpfer, der handelt in der ganzen Realität und dies bestimmt meine spirituelle Stufe im Glauben über den Verstand. Und deswegen, unsere ganze Arbeit beginnt jetzt bis zum Ende der Korrektur und die Arbeit besteht darin, wie sehr man immer mehr diese Kraft bekommt, über den Verstand zu gehen. Es gibt 125 Stufen und jede einzelne Stufe unterteilt sich immer in weitere Stufen. Aber lass uns sagen, 125 Stufen, die wir durchlaufen müssen, die wir erklimmen müssen. Zu jeder Zeit unsere Kraft, über den Verstand zu gehen, wird größer. Und sie steht im Gegensatz zu unserer Kraft des Empfangens.